Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TerraTech. In der letzten Aufnahmerunde haben wir uns ein bisschen darum bemüht, unsere wunderschöne Fabrik hier aufzubauen. Und das war auch eigentlich zugleich der letzte Stand. Danach habe ich mir überlegt, was könnte ich jetzt bauen. Ich weiß, die Fabrik ist noch nicht ganz fertig, da kann man noch ein bisschen was machen. An sich, man kann an ziemlich vielen hier noch etwas machen. Mitunter vielleicht dafür sorgen, dass hier noch ein bisschen mehr Strom reinkommt. Plus diesen Energieturm, der bleibt einfach als Mahnmal da, dass man auch richtig kleine Sachen damit machen kann. Die Frage ist aber nur... Ah, ich sehe gerade. Du musst hier rüber hin und du musst hier rüber hin. So, dass alles aufgeladen wird. Was uns hier nämlich wirklich fehlt, wäre noch eine Art Schutzmauer, die ich prompt auch bauen werde. Und zwar werden wir das Ganze hier mit diesen wunderschönen gelben Klötzen machen. Dazu brauchen wir natürlich jede Menge davon. Man sieht schon im Hintergrund, ich habe so ein bisschen was herangespawnt. Juhu! Plus, wir brauchen jede Menge Schilde und Geschütztürme. Also es wird, ich würde mal behaupten, ein etwas größeres Projekt werden. Das wäre mal interessant zu wissen, ob wir das Ding irgendwie ausrichten können. Na? Irgendwie, ja. Dankeschön. Okay, der Rover muss auch irgendwie verbessert werden. So, können wir es schaffen, irgendwie nach rechts zu bauen? Ne, weiß, den bauen wir eh jede Menge. Ja, irgendwie. Oder auch nicht. Moment. Dankeschön. Ah, aber es sollte zumindest mal eine Ausrichtung. Okay. Ein Mauerstück soll es sein. Heißt, wir müssen das Ganze auch irgendwie verankern. Unser erster Schritt deswegen, wir kaufen einen Anker. Ist der Anker? Fixer Anker? Drehender Anker? Nein. Eine feste Basis mit Festigung, woran man bauen kann. Kaufen. Wunderbar. Ist hieran ausgerichtet. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich das jetzt nehme, sollten wir in der Lage sein, hier hinten etwas hinzubauen. Wunderbar. Ein fixer Anker. Und ich hoffe, das ist auch relativ gerade. Verdammt, noch eins. Genau das, was ich jetzt nicht gebraucht habe. Jemand, der direkt neben mir spawnt. Okay, Moment, das haben wir gleich. Wir haben hier den, quasi den großen Bruder. Und der wird... Hörst du auf? Ich glaube, ich spinne. Verschwindest du aber sowas von. Dich wiederum? Was bist du? Hat er... Ah, verdammt. Soll eigentlich dich haben? GSO-Räder. Okay. Die schauen wesentlich cool aus als meine alten hier. Ich glaube, ich weiß, was ich mit dem anstellen werde. Dich weg und dich weg. Ich weiß, könnte ich jetzt alles verkaufen, aber die paar Sachen. Das ist es nicht wert. Zack, dankeschön. Aber das wohlgemerkt schon. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. GSO-Räder. Da geht also doch noch ein bisschen was Neues hier mit. Eins. 1, 2, 3. Dankeschön. Einmal den Baum muss überwechseln. Und wir tauschen die ganzen Räder doch mal aus. Ja. Das sieht wesentlich besser und wesentlich schöner aus. Könnte man das hier mitnehmen? Dankeschön. Dann bitte mitnehmen. Dankeschön. Wunderbar. Genau das, was Ars verschrieben hat. Schauen wir nochmal. Wesentlich schöner, wesentlich flotter. Gefällt mir. Doch, das können wir lassen. Okay, wir waren bei unserem Fixanker und bei unserer Mauer. Wie weit werden wir das hinziehen? Ich sehe dich da hinten, aber sowas von. Ja, es ist schon ein Gegner. Wie weit werden wir das hinziehen? Ich möchte das Plateau etwas haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch etwas weiter in die Richtung hier rüberziehen. Das wir rein theoretisch sagen. So. Mach uns doch hier mal einen Fixanker hin. Warum eigentlich nicht? Okay. Um den Fixanker rum wird natürlich gebaut werden. Ganz normal. Und das Ganze kann sich nur um Tage handeln, bis ich hier mal was habe. Ach, komm schon. Was ist mir eigentlich? Batteriestand niedrig. Ja, ich weiß, ich weiß. Das kriegen wir aber auch noch gleich hin. Haben wir vielleicht irgendwo einen Receiver? Das wäre super. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar.
die Mauer mit einem einzigen Fixanker. Ich muss den wahrscheinlich dann richtig schön einbuddeln, damit ihm überhaupt nichts passiert. Na, komm schon. Mitkommen. Mitkommen und mit. Oh. Mit. Mitkommen. So rum muss es gehen. Die Frage ist natürlich auch, wie hoch wollen wir das Ganze machen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Sollen wir es auch versetzt machen? Ich glaube, das hätte was, wenn wir hier versetzt arbeiten würden. Oh, doch, doch. Das sieht schön und fein aus. Zwischendrin müssen wir vielleicht. Da müssen wir auf jeden Fall einen Streifen reinlegen, damit wir auch unsere kleinen Kügelchen hier hinbauen können. Das können wir gerade mal gucken. Achso. Zack, Dankeschön. Das wäre eigentlich die ideale Höhe. Sagt, hier könnten wir doch schützen. Das heißt, da muss auf jeden Fall was hin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Und das heißt, wir haben 31.000. Wie viel Geld bekommen, wie viele Steine bekommen wir daraus? Ich hoffe mal ein paar Stück. Ja, wo haben wir es denn? Halt, da muss ich hier rein. Blöcke. GSO Large Block. 1.000. Ups. Da kriegen wir auf jeden Fall ein paar. Ein paar auf jeden Fall. Wie viel kann ich denn überhaupt aufnehmen? Ich bräuchte einen Anhänger. Okay, Moment, das haben wir gleich. Moment. So. So. Yep. Ich glaube, das könnte funktionieren. So, Pi mal Daumen. Sie sind überladen. Man merke, die sind überladen, die Reifen. Na, komm, sehr, Dankeschön. Aber im Bestfall können wir es noch so transportieren, ohne dass wir in die Luft fliegen, eventuell. Oh mein Gott. Ja, definitiv, wir bewegen uns. Wir bewegen uns. Die Räder sind überladen, bis zum geht nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, das war ich nicht. Ich glaube, das könnte ein kleines bisschen noch andauern. Na, komm, 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 komm. Ich weiß, ihr seid überladen. Radnahm hier. Aber ihr seid wesentlich besser als das Zeug, was ich davor hatte. Ups, einmal dagegen schmeißen. Ja, die Funken sind definitiv nicht gut. Nehmen wir für den Bau was anderes überlegen. Oh Gott, nein, nicht umfallen, nicht umfallen. Alles nur nicht umfallen. So, no. Die Physik mag das aber überhaupt gar nicht, du. So, wir gucken erstmal, dass wir hier eine kleine Grundmauer hinbekommen. Schön und wunderbar. Die Mauer steht, das ist doch klar. Wichtig ist, dass erstmal hier keiner reinkommt, großartig. Scheint so eine kleine Schräglage zu haben. Das sind natürlich Sachen, die müssen wir dann auch ausgleichen können, irgendwie. Irgendwie zumindest. Okay. Wir können dem ganzen Ding noch ein paar andere Sachen mitgeben. 16.000. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen auf Schnetzeltour gehen. Könnte wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht sein. Wir brauchen. Nein, das brauchen wir nicht. Ich möchte wieder zurück. Dankeschön. Wir bräuchten auf jeden Fall ein paar Stromgeneratoren. Die tun wir auf jeden Fall. Ja, die verbrauchen wir auf jeden Fall gut. Dann bräuchten wir vielleicht ein paar Batterien. Eine wohlgemerkt. Und Schildgeneratoren. Die guten Schilde. Experimentell haben wir noch nichts, außer das Feuerwerk. Die Zitterklinge. Auf die bin ich auch mal gespannt. Habe ich mir noch bisher noch gar nicht angestellt. Was haben wir noch übrig? Wo ist es zu Hause? Patrick ist hier. Ah, warte mal, das ist doch. 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3. So, wunderbar. Heißt, damit können wir doch ein bisschen was anfangen. Noch hinten eine kleine Batterien.
hier noch aufgeladen wird, hoffentlich. Ah, doch, jetzt da. Jetzt, ah, okay. Hat einfach nur ein kleines bisschen gedauert. Wir können von hier alles herholen. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Eine Mauer, die sich auch selbst beschützen kann. Also, hier rüber. Aber wenn, dann soll das Ganze schon etwas autark mitlaufen. Die Energietürme sind zwar schön und gut, aber die Mauer selbst soll auch genügend Strom haben, um im Notfall auch alleine durchhalten zu können. Die Mauer ist doch etwas weit weg von allem. Aber wenn wir wirklich noch größere Fahrzeuge haben und hier noch was hinbauen wollen, dann ist es gar nicht mal so verkehrt, ein bisschen Abstand zu haben. Schnappen wir uns hier noch ein bisschen was. Und dann schauen wir nochmal. Es war noch Tag, heißt, wir könnten noch was unternehmen. Eventuell würde ich den Boliden da hinten einfach angreifen. Seine Kommandanten sollten eigentlich recht nützlich sein. Okay, wir haben jede Menge Heilblasen. Die müssen wir etwas taktischer aufgehen. Okay. Einmal so und einmal so. Müssen wir zugleich aber auch sagen. Schutzschild links und Schutzschild rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist doch eine schöne Sache. Immer 6 hintereinander, aber wie gesagt, wir haben kein Geld mehr. Wir haben so ein klitzekleines Geldproblemchen. Das müssen wir ganz steuerlich beseitigen, indem wir in ihn hineinspringen. Muss befestigt werden. Ich weiß, ich weiß. Aber bevor es befestigt wird, muss es erstmal schön und hässlich werden. Wir haben genug Plates, wir haben genug, was wir brauchen. Okay. Damit können wir erstmal in den Krug ziehen. Und zwar gegen den da hier. Jedes Bauteil von ihm sollte locker mal 500 wert sein. Heißt, wenn wir ihn richtig schön platt machen können, hätte man genug, um noch weitere Steine für unsere wunderbare Mauer einzukaufen. Oh ja, kommst du her, kommst du her. Ich weiß, du möchtest es auch. Du möchtest es auch. Ja, Hallöchen. Oh, Hilfe. Autsch. Autsch, 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 autsch. Ich glaube, ich habe doch das Feuerwerk oben an, so wie es ausschaut. Nichts gibt's, nichts gibt's, nichts gibt's. Ich will deine Rede haben. Aber sowas von. Gibst du mir deine Rede? Gibst du mir die Rede? Gibst du sie mir? Gibst du sie mir freiwillig oder muss ich mir jetzt holen mit Gewalt? Hm? Okay, damit Gewalt. Na, kommst du her. Wenn er sich nicht immer einfach so im Kreis drehen würde, würde das Ganze auch etwas langsamer. Ach, komm schon, ernsthaft. Ich baue mich einfach nur durch dich durch. Das ist doch in Ordnung, oder? Ja, natürlich ist es in Ordnung. Ich kann behaupten, wir haben soeben neue Sachen gefunden. Dankeschön. Na. Ich möchte gerne verkaufen. Ich möchte alles, was du hast, verkaufen. Ja, kommst du her. Verdammt. Deine einzelnen Klötze wären auch noch interessant. Hallo? Ich kann sagen, irgendwie blockiert hier gerade alles bei mir. So, kommst du ja, kommst du ja, kommst du ja. Du brauchst alles nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Brauchst du nicht, wüsste ich, wenn du es brauchen könntest, aber kannst du nicht brauchen, also kannst du es mir geben. Oh Gott, ich liebe es, ich liebe es. Na komm, na komm. Die Kleinsten kann ich auch schon verkaufen. Jep, danke schön, danke. Oh Gott, ja, danke schön. Na, kommst du ja. Aber behaupten. Ich habe es geschafft, so ein bisschen zumindest. In irgendeiner Art und Weise. Ich habe gewonnen. Haha. Ich habe sogar die guten Rede hier abbekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Meine Sachen werden ja auch gerade ein bisschen blockiert. Wo war denn die Verkaufsstation? Irgendwo da hinten war sie. Ich schätze jetzt einfach mal. Doch, die muss irgendwo gewesen sein. Es gab nicht so viel, wo sie hätte sein können.
Dann machen wir so. Ich werde das Zeug mal kurz verkaufen und wir können danach weitermachen. Mit unserem Basisbau. Denn das Verkaufen dauert wie immer ein bisschen länger. Kaum wenn man nach Hause kommt, denkt man, man hat's gut und fein. Aber nein, da kommt der böse, böse Gegner her. Moment, mal kurz hier runterschmeißen. Dankeschön. Und nochmal hier. Zack, einfach alles raus. Einfach mal kurz alles rausschmeißen. Dankeschön, Dankeschön. Und ihr könnt auch mal alle hier reingepackt werden. Ich glaube, die stationären Kanonen können wesentlich mehr verkaufen als meine mobilen hier. Wir können uns dann gleich wieder an den nächsten Feind dran machen, so wie es ausschaut. Dankeschön. Einmal nach rechts rum, einmal so rum. Er läuft. Okay, mein Freund. Dich habe ich da hinten gesehen und du bist zu nah an meiner Basis dran. Heißt, du musst leider Gottes sterben. Es geht nicht anders. Es ist ein Naturgesetz. Jeder, der zu nah an meine Basis kommt, muss sterben. Gewöhn, 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 gewöhn. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das sind wunderbare Teile, die du mir hier gibst. Und ich hoffe, ich habe noch genug Batterie übrig. Oh Gott. Ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen zumindest. Na, kommst du her. Na, na, na. Okay. Wesentlich besser. Oh, oh. Du möchtest doch bestimmt mir deine Sachen noch vorhin geben. Natürlich möchtest du das. Jip, 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 jip. Autsch, autsch, autsch. Na komm, das Cockpit auch noch. Das lässt die Überbleibsel von dir. Okay. Okay, gut, sage ich auch nichts gegen. Funktioniert. Dankeschön. Reifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben 5000 Sachen hier wieder bekommen. Mitnehmen geht nicht. Oh Gott. Dann müssen wir es halt abschmeißen. Was du mir die ganzen normalen grauen Blöcke ist ja eigentlich nicht das, was ich gerne hätte. Kommst du ja. Dankeschön. Nebenbei gleich noch ein bisschen aufladen. Hallöchen. Einpacken muss ich wohl noch ein bisschen trainieren. So, wie schaut es jetzt hier aus? Au, 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 au. Ist wäre so ein bisschen bis gar nicht gut. So, könnte man dich vielleicht hier reinschmeißen? Ja, das geht. Ich kann auch hier reinschmeißen, dich auch. So, du bist ein Schildgenerator, dich können wir eventuell nachher noch verkaufen. Als Mortars. Wenn wir was verkaufen, wenn wir was kaufen wollen, dann machen wir es nachher richtig. Und auch genau die Sachen, die wir haben möchten. Und nicht einfach irgendetwas, was wir gerade zu finden. So, dankeschön. Wie schaut's denn aus? Batteriestand ist immer noch etwas zu niedrig. Oh. Aber zumindest geht unsere Kohle nach oben. Und die Pets sind auch ganz schön voll. Ooh, yeah. Ich frage mich nur gerade, was ist das da hinten? Das ist direkt vor uns. Ist das mit Panzerung? Das war natürlich super. Beziehungsweise, Moment. Bevor es so super wird, können wir vielleicht noch den Energiekubus hier nutzen. Wunderbar, wunderbar. So wird doch ein Schuh draus. Ich wollte gerade sagen, irgendwie müssen wir uns doch ein bisschen aufmutzen können. Na komm, etwas mehr Strom. Ich weiß, das Ding frisst jede Menge davon. Aber je mehr, umso besser. Umso mehr freut es mich auch. Na komm, 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 komm. Ich glaube, so richtig solide wird es hier nicht auf Dauer. Es reicht einfach nicht aus. Wir haben nicht genug Solarpanels für die ganze Aktion. Wir brauchen eine Megatankstation. Aber von Anfang reicht's. Wir können zumindest mal schauen, was uns der Gegner hinten noch bringt. Lauter keine Teile wären nicht schlecht.
habe schon wieder Energie abgegeben. Nicht gut, aber okay. Mein lieber Freund hier hinten. Ich. Eine Schwebeplattform. Du. Verdammt noch eins. Du Hund, du Elendiger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte dich fressen. Komm schon. Ich möchte dich fressen. Ja, komm her. Alles hergeben, alles hergeben. Alles, was du hast. Deine ganze Panzerung, alles, was gut ist für mich. Ah, kommst du her? Du bist hartnäckig, muss man dir lassen. Oh Gott. Aber ich bin hartnäckig. Juhu! Okay, alles soweit gut, alles soweit gut. Ah, komm. Dich kriegen wir auch noch irgendwie kalt. Ich weiß, liebst nach hinten zu fahren, aber... Dann sehe ich das bei mir falsche Karten. Nach hinten kann ich nämlich auch schießen. So schaut es nämlich aus. Ha! Egal. Den können wir jetzt lassen. Aber wir haben GSO-Panzerplatten. Ich habe GSO-Panzerplatten. Dankeschön. Was haben wir noch? Ich habe doch hier gerade irgendwas gesehen. Wir haben Panzerdreiecke. Wunderbar. Wir haben die Räder. Also nach und nach spawnt das ist richtig gutes Zeug.